dieser Mann, Robert Oppenheimer, den Bau einer Waffe von unvorstellbarer Zerstörungskraft zu stoppen. Die Wasserstoffbombe ist im Krieg unsinnig. Sie ist eine Waffe für den Völkermord und wird die Menschheit vernichten. Sollen wir etwa die allerschrecklichste, zerstörerischste Waffe, die die Menschheit je erfunden hat, bauen, um Kriege zu verhindern? Für seine Gegner wird er zum Verräter an der amerikanischen Sache. Seine Frau war Mitglied der kommunistischen Partei. Sein Bruder, seine Freunde, alles Kommunisten. Ich hatte tatsächlich Verkehr mit bekannten Kommunisten. Ich habe eine geheiratet. Hast du jetzt genug gesehen, du verdammter FBI-Mann? Du hältst dich für unbesiegbar, Robert, aber das bist du nicht. Frau Oppenheimer, du willst mir doch nicht etwa sagen, ich soll kürzer treten. Ausgerechnet du. Hör auf, dich wie ein Idiot zu benehmen. Du bist kein kleiner Junge mehr. Wenn du hinfällst, heilt das nicht mehr so schnell. Also pass auf und fall nicht hin. Atomic Power! Atomic Power! Der Zweite Weltkrieg ist vorbei und das Atomzeitalter beginnt. Die USA erwarten eine sorglose Zukunft. In Städten in der Nähe von Atomfabriken lässt es sich mit der ganzen Familie gut leben. Die Menschen fühlen sich sicher. Noch besitzen nur die USA die Atombombe. Doch der Gegner holt auf. August 1949. Die Sowjets zünden ihre erste Atombombe. Der Westen ist geschockt. Die USA fühlen sich bedroht und herausgefordert. Jetzt ist man selbst vom Atomtod bedroht. Und jetzt beginnt der Wettlauf um immer mehr Zerstörungskraft. Los Alamos 1950. Hier wurde schon die Atombombe entwickelt. Edward Teller ist ein bedeutender Physiker, geboren in Ungarn. Er will nun die freie Welt vor dem Kommunismus schützen. Deshalb will er eine Superwaffe bauen. Die Wasserstoffbombe. Sie wird hier auf Erden die Hitze der Sonne erzeugen. Temperaturen, die wir noch nie auf unserem Planeten erlebt haben. Die Atombombe war doch erst der Anfang. Stellen Sie sich vor, die Russen haben die Superbombe. Sie könnten die gesamte Insel Manhattan zerstören. Und jeden Menschen in Asche verwandeln, der sich in 5 Kilometern Umkreis aufhält. Die Schockwelle würde sämtliche Gebäude dem Erdboden gleich machen. Eine Bombe. 1000-mal stärker als die in Hiroshima. Na, und dann stellen Sie sich nicht eine vor, sondern 10. Hunderte, die über amerikanischen Städten explodieren. Millionen werden sterben. Amerika wird sterben. Und deshalb müssen wir darauf vorbereitet sein. Wir müssen eine Wasserstoffbombe bauen. Müssen sie sofort bauen. Jetzt! Was hat Oppenheimer denn zu all dem zu sagen, Edward? Ausgerechnet Oppenheimer, der Vater der Atombombe. Seine Bomben zerstörten Hiroshima und Nagasaki. Hunderttausende Japaner starben. In den USA ist Oppenheimer ein Held, denn die Bomben beendeten den Krieg. Jetzt quält ihn sein Gewissen. Die Physiker haben bereits gesündigt und diese Erfahrung können sie nicht mehr verdrängen. Ich bin bedrückt und voller Scham und Trauer und glaube, die Zeit wird kommen, wo die Menschheit die Namen Los Alamos und Hiroshima verflucht. Wir müssen jetzt aufhören, bevor es zu spät ist. Seitdem Oppenheimer die Zerstörungskraft seiner Atombomben bewusst wurde, ist er ein entschiedener Gegner von Tellers Plan, die Wasserstoffbombe zu bauen. Wie denken wir über die Nazis? Sie haben 6 Millionen Menschen umgebracht. Was wird die Welt über Amerika sagen und die Demokratie, wenn wir 6 Millionen Menschen töten mit unseren Wasserstoffbomben? Oder 10 Millionen oder 20 Millionen? Sie werden nicht zum Einsatz kommen. Ihre Funktion ist es, den Krieg zu verhindern. Das ist doch Wahnsinn, Edward. Sollen wir etwa die allerschrecklichste, wahllos zerstörerischste Waffe, die die Menschheit je erfunden hat, bauen, um Kriege zu verhindern? Eine Waffe von so willkürlicher Vernichtungskraft, dass sie keinen militärischen Nutzen hat. Im Krieg ist sie unsinnig. Sie ist eine Waffe für den Völkermord. Das mag wohl sein. Aber Sie sind naiv. Naiv. Wenn Sie glauben, russische Wissenschaftler denken nicht über die Fusion von Wasserstoffisotopen nach. Und wenn die Wasserstoffbombe bauen, dann müssen wir ebenso die Wasserstoffbombe bauen, auch wenn es jenseits der Moral liegt. Wir haben keine Wahl. Auch Josef Stalin weiß, was die Amerikaner planen.
und befiehlt seinen Wissenschaftlern, binnen 4 Jahren die Wasserstoffbombe zu bauen. Gut 400 Kilometer östlich von Moskau liegt Arsamas 16, eine streng geheime Stadt. Tausende Gulag-Häftlinge mussten sie erbauen. Hier soll Stalins neue Superbombe entwickelt und gebaut werden. Junge Wissenschaftler wie Andrei Sacharow wollen Stalins Traum verwirklichen. Leiter des Projekts ist der Schöpfer der russischen Atombombe, Igor Kurchatow. Willkommen in unserer Anlage. Sie sind sicher Andrei Dmitrievich. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Es freut mich auch, Sie kennenzulernen, Genosse... Kurchatow. Kommen Sie rein, kommen Sie. Mit Sacharow im Team gehen die Russen in Führung. In den USA will Oppenheimer den Bau der Bombe immer noch verhindern. Aber Edward Teller sucht und findet einen mächtigen Verbündeten mit politischem Einfluss, Louis Strauss. Seit 10 Jahren will ich die Wasserstoffbombe für Amerika bauen. Und seit 10 Jahren stellt es sich mir in den Weg. Wieso? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil er nicht will, dass seine Atombombe von einer noch bedeutenderen in den Schatten gestellt wird. Genau, Edward, genau. Wissen Sie, es gibt Gerüchte, dass er vom Kreml bezahlt wird. Ich weiß. Die habe ich lanciert. Darf es etwas zu essen sein für die Herren? Nur einen Kaffee, bitte. Schwarz. Kaffee mit Zucker und Sahne, bitte. Oh. Seine Frau war Mitglied der Kommunistischen Partei. Sein Bruder, seine Geliebte, seine Freunde, alles Kommunist. Das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass er ein Spion ist. Was bitte befähigt ihn, unseren Präsidenten in Fragen der Atompolitik zu beraten? Ich will Sie mal was fragen. Was ist die Absicht seiner dauernden Versuche, die Wasserstoffbombe zu verhindern? Meine Herren? Danke. Außer eben der Sowjetunion Zeit zu verschaffen, uns bei der Wasserstoffbombe einzuholen. Ist dieser Mann ein Dummkopf? Oder hält er uns dafür? Mit Louis Strauss an seiner Seite kann Teller seine Pläne endlich durchsetzen. Die Kommunisten beherrschen fast die halbe Welt und bedrohen uns mit der Atombombe. Jetzt aber reagiert Amerika. Präsident Truman verkündet den Bau der Wasserstoffbombe. Unsere Häuser, unsere Nation, alles woran wir glauben, ist in Gefahr. Von uns hängt die Zukunft der Zivilisation ab. Was für einen Idioten haben wir hier als Präsidenten? Baut nur die Wasserstoffbombe, sagt er. Er verkündet jetzt der ganzen Welt, dass wir diese Bombe bauen. Wir wissen nicht mal, wie man sie baut. Etwas Schlimmeres könnte er wirklich nicht anstellen. Was meint er denn, wie die Sowjets darauf reagieren? Ich schätze, die fühlen sich angepisst. Das ist wirklich nicht komisch, Kitty. Müssen wir wirklich dahin heute Abend? Diese Partys in Washington sind so öde. Oh mein Gott, da kommt Strauss. Dann beherrsche dich, Robert. Dr. Oppenheim. Mr. Strauss? Wie schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Was soll ich sagen? Wir hatten heute Abend nichts Besseres. Ach, und ich hatte gehofft, dass Sie Ihre Niederlage mit Fassung tragen würden. Was, Niederlage? Oh, ich glaube, wir sind noch nicht so weit, Mr. Strauss. Sie haben einen Bauplan, der nicht funktioniert. Wie wollen Sie da die Bombe testen? Also über Sieg und Niederlage sollten wir uns noch nicht unterhalten. Eher später. Immer ein Vergnügen. Kitty? Sie entschuldigen uns. Dr. Oppenheimer, einen Kommentar? Irgendeinen Kommentar, Dr. Oppenheimer? Seit heute leben wir im Zeitalter der Superbombe. Dem Zeitalter von Waffen mit grenzenloser Zerstörungskraft. Aber hier sind Menschen im Raum, die verstehen, was das bedeutet. Auch ich verstehe, was das bedeutet. Die Öffentlichkeit eher wohl nicht. Und ich vermag es ihr auch nicht zu erklären, weil mir das einfach nicht gestattet ist. Uns Wissenschaftlern verpasste man einen Maulkorb. Werden Sie an der Wasserstoffbombe arbeiten, Dr. Oppenheimer? Nein. Auch nicht, wenn man Sie darum bittet? Ich glaube, es ist moralisch verwerflich. Ich glaube, es ist gegen die Interessen der nationalen Sicherheit. Warum in aller Welt sollte ich es also tun? Das ist ein übles Komplott, meine Herren. Ein Mann in Ihrer Stellung sollte vorsichtig sein mit dem, was er öffentlich sagt. Gehen wir, Robert. In den USA beginnt die Ära McCarthy, die Hatz auf Kommunisten. Jeder Kommunist ist einer zu viel. Senator Joe McCarthy will alle sogenannten Kommunisten unschädlich machen. Gehören Sie der kommunistischen Verschwörung an? Es kommt nicht darauf an, was du sagst. Was die Leute glauben, dass du es gesagt hättest, das zählt.
Kitty, was ist los? Ich fühle mich einfach verantwortlich. Wofür? Dass sie dich zur Zielscheibe machen. Ach komm schon, wir waren bei einigen Versammlungen. Ich habe mich nie weiter engagiert. Ja, aber ich war Mitglied. So funktioniert das doch, oder? Mit gehangen, mit gefangen. Hey, Baby. Komm her. Sie wissen wirklich alles über mich. Und sie kannten auch meine Vergangenheit, als sie mir das Projekt anvertrauten. Sie hielten dich für unbedenklich, weil sie dich dringend brauchten. Du bist nützlich für sie gewesen. Jetzt bist du ihnen nicht mehr so nützlich. Jetzt bist du nur noch jemand mit einer großen Klappe. Wir wären jetzt soweit, Mr. Oppenheimer. Hey. Die Superbombe ist ein Fall, der an den Grundfesten unserer Moral rührt. Eine Waffe unbekannter Bauart mit unbekannten Kosten und fragwürdigen militärischen Nutzen. Und ich weiß nicht, wie man das vermaledeite Riesending ans Ziel kriegt, außer vielleicht mit Ochsenkarren. Kitty weiß, nicht einmal ihr Mann kann Teller noch aufhalten. Unter strenger Geheimhaltung beginnt Edward Teller seinen Traum zu verwirklichen. Unser Projekt will die Energie der Sonne nachbauen. Eine Kernfusion auslösen. Und zwar hier auf der Erde. Wir müssen arbeiten, als wenn unser Leben davon abhängen würde. Und, meine Herren, ich bin überzeugt, das wird es. Für die Wissenschaftler ist es eine nie dagewesene Herausforderung. Durch die Verschmelzung von Wasserstoffatomen, so Tellers Hoffnung, kann er die Kraft der Sonne nachbauen. Und er weiß, die Energie, die er dafür braucht, liefert ihm ausgerechnet Oppenheimers Atombombe. Ob daraus seine Superbombe wird, weiß er nicht. Trotzdem verspricht er zu liefern. Ich bin zufriedener, als ich es in den letzten 35 Jahren war. Ich liebe die Aufgabe, die vor mir liegt. Auch die Sowjets suchen fieberhaft eine Lösung. Der junge Starphysiker Andrei Sacharow schlägt einen anderen Weg ein als Teller. Igor Kutschatow vertraut ihm. Tut mir leid, dass Sie warten musste, meine Herren. Verzeihung. Meine Herren, ich möchte Ihnen Andrei Dmitrievich Sacharow vorstellen. Einige von Ihnen werden vielleicht seine Arbeit zur Gasdynamik kennen. Aber vielleicht wird er ja ein paar Worte über seine neue Konstruktion sagen. Wenn ihr mich fragt, ich bezeichne es als Zwiebelschalenprinzip. Einfach gesagt, ein Bombenkern wird durch eine Schicht aus spaltbarem Material ummantelt. Und dann kommt eine Schicht aus konventionellem Sprengstoff, damit es implodiert. Es ist sozusagen die äußere Schale der Zwiebel. Die Sprengkraft liegt zwar nicht im Megatonnenbereich, ist aber immer noch stärker als 10 Atombomben. Und was mir daran gefällt, wir können es tatsächlich testen. Sacharows Bombe ist leichter zu bauen, hat aber weniger Sprengkraft. Tellers Bombe soll eine verheerendere Wirkung haben, funktioniert aber noch nicht einmal in der Theorie. Die Berechnungen sind falsch, wie der Mathematiker Stan Ulam nachweist. Was willst du damit sagen, Stan? Du hältst das Modell für einen Flop? Was soll das bedeuten, dass du es für einen Flop hältst? Na eben genau das, Edward. Die Ergebnisse zeigen nun mal, die Zündung funktioniert nicht, was auch immer du anstellst. Selbst bei einer großen Menge Tritium. Nein, nein. Ihr habt einen Fehler gemacht. Es gibt in eurem Vorgehen eine Ungenauigkeit. Edward, vielleicht solltest du bedenken, dass diese Berechnungen auf einen Konstruktionsfehler hinweisen. Da ist kein Fehler im Entwurf. Den Fehler habt ihr gemacht. Ich glaub dir kein Wort. Bring's in mein Büro. Doch Ulam wird recht behalten. Den sowjetischen Bombenbau kontrolliert Stalins Geheimdienstchef Lavrenti Beria, ein Menschenschinder. Tausende von Gulag-Häftlingen schickt er ungeschützt in Uranminen oder lässt sie Atomkraftwerke bauen. Für die meisten der sichere Tod. Und trotzdem mangelt es immer wieder an radioaktivem Material. Warum geht es denn so langsam voran? Ich habe Berichte über einen Mangel an Lithium-6. Ja, das stimmt auch. Es gibt Verzögerungen in der Produktion von Lithium-6. Ohne das können wir Genosse Sacharows Konstruktion nicht testen. Ich fürchte, dass wir uns irgendwie festgefahren haben. Die notwendigen Arbeiten sind fast abgeschlossen, aber wir warten noch auf Baumaterial. Zum Beispiel auf Dachpappe. Bitte was? Dachpappe? Daran fehlt es gerade zur Zeit.
Ich sehe Ihre Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass die Lithium-6-Separation so schnell wie möglich vonstatten geht. Ja. Ist Dachpappe vielleicht ein Teil dieses Vorgangs? Nein. Ergebnisse, Edward. Wir brauchen Ergebnisse. Ich muss irgendwas in der Hand haben. In den USA kippt die Stimmung. Teller kommt nicht weiter. Das beunruhigt auch seinen treuesten Verbündeten Louis Strauss. Ach, übrigens. Es gibt Gerede, sie hätten die Nation in die Irre geführt. Man hat viel Vertrauen in sie investiert. Und auch viel Geld. Von manchen hört man, sie hätten, naja, Fehlentscheidungen getroffen. In den USA steigt die Angst vor kommunistischen Spionen. Auch die Oppenheimers wissen mittlerweile, das FBI beschattet sie. Hast du jetzt genug gesehen? Du verdammter FBI-Mann! Komm jetzt her, Schatz. Komm rein. Komm schon. Du solltest nichts mehr trinken, sonst leg dich frei. Sei bitte nicht so herablassend. Ich hab nicht getrunken, keinen Tropfen. Und stell das verdammte Radio ab. Auch Oppenheimer droht ein Opfer des Antikommunismus in den USA zu werden. Juni 1950. Truppen der Vereinten Nationen sollen verhindern, dass Südkorea von den Kommunisten erobert wird. Die Invasion der Kommunisten in Korea ist ein Alarmsignal. Das kann sich überall auf der Welt wiederholen. Ein erster Höhepunkt im Kalten Krieg und mittendrin das Rennen um die Wasserstoffbombe. Unser Testexemplar wird sich auf einem Turm befinden, an Punkt H. In bestimmten Abständen haben wir Gebäude errichtet, um die Auswirkungen der Explosion zu studieren. Warum studieren wir die Auswirkungen der Explosion? Warum der Umstand? Ja, wissen Sie, Genosse, der Test würde dazu die ideale Gelegenheit bieten. Ja, ja. Also gut, meine Herren. Ich sage Ihnen selbst, wie es ablaufen wird. Jedes Gebäude, jedes Tier, meine Herren, jedes Militärfahrzeug, jeder leblose Gegenstand und jedes fühlende Wesen, das sich zufällig in der Nähe dieser Bombe befindet, wird vollständig ausgelöscht. Es wird dem Erdboden gleichgemacht. Ich will, dass die Amerikaner wissen, dass es genau so sein wird. Verzweifelt versuchen UN-Truppen in Korea den Angriff der Roten abzuwehren. Die amerikanischen Truppen erleiden schwere Verluste. Und wieder soll seine Waffe eingesetzt werden. Um den Vormarsch der von Russland unterstützten Kommunisten zu stoppen, erweckt der Präsident den Einsatz von... Ich glaub's einfach nicht. Noch hofft er, dass das nicht notwendig ist. Los Alamos, 10 Monate nach Beginn des Projekts Superbombe. Der Durchbruch. Stan Ulam und Teller erkennen, die Kraft der Atombombe reicht nicht aus, um die Superbombe zu zünden. Es braucht mehr. Welch ein Erfolg! Wir werden die Röntgenstrahlung der Atombombe bündeln und damit die Wasserstoffbombe zünden. So wäre das Problem endlich gelöst. Dieser Durchbruch macht Oppenheimer neugierig. Oppi, ich denke, ich hab's. Ich hab die Lösung. Guten Morgen, Edward. Ja, guten Morgen. Ich hab's geschafft. Ich? Edward? Du meinst doch bestimmt wir. Hat das der nicht auch etwas damit zu tun? Ja, Stan hat wohl auch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Aber Oppi, ich... Wir haben die Lösung. So klingt das besser. Die Röntgenstrahlen zünden den sekundären Sprengsatz, den Plutoniumstab. Du weißt, wovon ich spreche. Im Kern der zweiten Stufe, die verschmilzt. Teller hat erkannt, die Strahlung von Oppenheimers Bombe ist der Schlüssel zum Erfolg. Diese Lösung des Zünderproblems ist technisch raffiniert. Glückwunsch. Ist das alles? Keine moralischen Einwände? Edward, komm, wir beide wissen, dass es sinnlos wäre, wenn ich mich gegen die Entwicklung dieser neuen Waffe stellen würde. Aber dass wir uns auf die Superbombe allein verlassen, als Mittel, um unserem Land den Frieden zu sichern, ich muss sagen, mir erscheint das hochgefährlich. Herbst 1952. Die Amerikaner bereiten den ersten Test der Wasserstoffbombe auf dem Eniwetok-Atoll im Pazifik vor. Es wird die bis dahin größte Explosion in der Geschichte der Menschheit. Die Bombe heißt Mike. Sie wiegt 60 Tonnen. Sie ist so groß, dass für sie extra eine Halle gebaut werden muss. Edward Teller, der Schöpfer der Superbombe, ist nicht dabei. Nach einer Auseinandersetzung um seinen Führungsstil trat er zurück.
Sein Gegenspieler Oppenheimer glaubt, der Test heizt den Kalten Krieg weiter an. Deshalb bittet er den Präsidenten, die Bombe nicht zu zünden. Aber Truman gibt das okay. 1. November 1952. Der Feuerball hat einen Durchmesser von mehr als 5 Kilometern. Die Explosion ist über 500 Mal stärker als die Bombe, die Hiroshima zerstörte. 8000 Kilometer entfernt wartet Edward Teller auf die Geburt seiner Bombe. Das ist es. Das ist es. Die Insel scheint verschwunden zu sein. Over. Wiederholen Sie, Red Leader. Die Insel scheint einfach verschwunden zu sein. Vermittlung? Hallo. Ich möchte ein Telegramm schicken an Dr. Robert Oppenheimer. Wie lautet der Text, Sir? Es ist ein Junge. Gratuliere, Sir. Danke. Ja, danke, Commander Wolf. Das war der Kommandant des Flugzeugträgers. 35 Meilen entfernt vom Explosionsort. Er sagt, die Explosion hat den Horizont verdunkelt. Kannst du dir das vorstellen, Kitty? Den gesamten Horizont hat sie verdeckt, aus mehr als 50 Kilometer Entfernung. Robert! Eine komplette Insel haben sie, wie soll ich sagen, verdampft, sie aus dem Ozean gesprengt und in eine Staubwolke verwandelt, die jetzt die Erde umkreist und uns alle mit radioaktivem Staub bedeckt. Er sagt, die Detonation war so intensiv, dass er im gesamten Atoll alles vernichtet hat. Alles, was lebte, alles, was wuchs, alles, was sich bewegte. Die Vögel fielen vom Himmel, schwarz wie Asche. Was kümmern einen schon die Vögel, stimmt's? Was kümmern einen schon die verdammten Vögel? Robert, was hast du davon erwartet? Ich habe erwartet, dass es nicht wirklich klappt. Wie konnte sie versagen? Du hast geholfen, sie zu bauen, Robert. Jetzt wollen die USA eine Wasserstoffbombe, die aus dem Flugzeug abgeworfen werden kann. 1953 wird Dwight D. Eisenhower neuer Präsident der USA und erhöht sofort die Ausgaben für Atomwaffen. Wir müssen Waffen entwickeln, die uns vor jedem Angriff schützen. Nur die können unsere Freiheit sichern. Es ist das Jahr, in dem Stalin stirbt. Wenige Monate später testet das Team um Sacharow die erste sowjetische Wasserstoffbombe. 12. August 1953. Wir müssen alles evakuieren, was in Windrichtung der Explosion von Ground Zero liegt. Das würde bedeuten, dass wir Zehntausende von Menschen verlegen müssten. Ist Ihnen das klar? Unter Einberechnung möglicher Windrichtungsänderungen ist das Gebiet, das geräumt werden muss. Ist das klar? Zehntausende werden evakuiert. Später beschreibt Sacharow die Explosion. Die Druckwelle schlug mir auf die Ohren und versetzte meinem ganzen Körper einen heftigen Stoß. Dann ertönte ein langes, bedrohliches Grollen, das nach ungefähr 30 Sekunden allmählich wieder abklang. Ich sah eine gewaltige Wolke, die lange Streifen von violettem Staub hinter sich herzog. Die Wolke wurde grau und stieg aufwärts, wobei sie orangenfarben schimmerte. Innerhalb von Minuten wurde die Wolke, die inzwischen den halben Himmel ausfüllte, düster und blauschwarz. Die sowjetische Bombe war früher fertig, als die CIA vorhergesagt hatte. Die Angst vor kommunistischen Spionen schlug in Hysterie um. Damit ich es auch richtig verstehe, Edward. Sie glauben, Oppenheimer hat für die Sowjets spioniert? Das behaupte ich nicht.
Okay. Er wollte die Superbombe verhindern. Das ist doch wohl öffentlich bekannt. Warum? Ich behaupte nicht, dass er direkte Anweisungen aus Moskau erhält. Aber wozu braucht er Anweisungen, wenn er es mit den Kommunisten hält? Er weiß, was zu tun ist, und er tut es. Danke, Dr. Teller. Eisenhower beruft Strauss zum neuen Vorsitzenden der Atomenergiekommission. Der will jetzt seinen Intimfeind Oppenheimer zur Strecke bringen. Strauss veranlasst, dass das FBI alle Geheimunterlagen Oppenheimers beschlagnahmt. Der Vater der Atombombe, einst Held der USA, wird wie ein Spion behandelt. Sieh nach der Post, Robert. Ich muss erstmal meine Schuhe ausziehen. Dezember 1953. Oppenheimer bekommt eine Vorladung nach Washington. Auf Anordnung des Präsidenten hat die Atomenergiekommission ihren Beraterstatus widerrufen. Wir haben die Gründe für diese Entscheidung aufgelistet. Gründe? Ist das keine Anklageschrift? Ich habe immer damit gerechnet, dass es eines Tages dazu kommt. Lassen Sie mal sehen. Zwischen 1936 und 1941 hatte ich allerdings Umgang mit bekannten Kommunisten. Eine habe ich geheiratet. Abonnement des Parteiblattes? Nein, stimmt nicht. Ich habe es nie abonniert. Einstellung eines Kommunisten zur Arbeit am Manhattan-Projekt. Das werde ich nochmal überprüfen müssen. Ah, sieh mal einer an. Unser alter Freund, die Wasserstoffbombe. Das ist neu. So, so. Versucht, die Entwicklung von Atomwaffen zu verzögern, insbesondere der Wasserstoffbombe. Nun, ich habe meine Meinung zu dieser Bombe geäußert. Ich schätze, darum geht es hier wohl. Wenn Sie das auf die leichte Schulter nehmen wollen, Robert... Nein! Ich nehme es nicht auf die leichte Schulter! Was denken Sie denn, wie ich darauf reagieren sollte? Hm? Soll ich zurücktreten? Die Entscheidung liegt bei Ihnen, Robert. Ja, das liegt an mir, das zu entscheiden. Und ich muss nochmal gründlich darüber nachdenken. Wir brauchen Ihre Antwort bis morgen. Nun, dann werde ich wohl besser meinen Anwalt konsultieren. Ich fürchte, das wird nicht gehen. Und zwar aus Sicherheitsgründen. Sie verstehen. Ich fürchte, ich beginne allmählich, es wirklich zu verstehen. Lieber Louis, ich habe beschlossen, nicht zurückzutreten. Wenn ich es täte, würde ich die Einschätzung akzeptieren, dass ich unfähig bin, der Regierung zu dienen, der ich nun schon seit 12 Jahren diene. Das kann ich nicht tun. Wenn ich so unwürdig bin... Wenn ich so unwürdig wäre, Frau Oppenheimer, hätte ich diesem Land wohl nicht so dienen können, wie ich es versuchte. Oder mich so häufig äußern können, wie ich es im Namen unserer Wissenschaft und unseres Landes tat. Ich werde eine öffentliche Anhörung verlangen, Kitty. Ich fahre nach New York und dort werde ich es Strauss persönlich sagen. Das amerikanische Militär testet weiter. Die Bomben werden immer kleiner, die Zerstörungskraft immer größer. Es ist die bislang stärkste Explosion einer Wasserstoffbombe. Mit dieser furchtbarsten aller Waffen haben wir etwas geschaffen, das das Wesen der Welt schlagartig und zutiefst verändert hat. Ein Monstrum, das nach den geltenden Vorstellungen und Normen, in denen wir aufgewachsen sind, etwas Böses ist. Und indem wir das taten, warf sich wieder einmal die Frage auf, ist die Wissenschaft gut für den Menschen? Wir sind Wissenschaftler. Nur Wissenschaftler. Und keine Waffenfabrikanten. Und diese Waffe, unsere neue Waffe, ist per Definition eine Angriffswaffe. Also eine Waffe für Aggressoren. Bitte, Mr. Strauss, geben Sie uns ein paar Grundinformationen über die Wasserstoffbombe. Die Größe im Vergleich zur Atombombe. Die Wasserstoffbombe kann man in jeder Größe bauen. Groß genug, um eine Stadt auszulöschen. Eine Stadt welcher Größe? Moskau? Berlin? Jede Stadt. Jede Stadt? New York City? Das Stadtgebiet wohl schon. Ja, kein weiterer Kommentar. Unfreiwillig gelingt Strauss, was Oppenheimer immer wollte. Die unvorstellbare Zerstörungskraft zu erklären. Jede Stadt kann sie zerstören. Fort Worth, Dallas, Houston, San Antonio, Amarillo, El Paso. Ja, auch Johnson City. Ihr werdet wissen, wann es soweit ist. Es ist einfach so. Wenn ihr in Deckung geht wie Bird, seid ihr viel besser geschützt. Propagandafilme sollen den Schrecken der Superbomben verharmlosen. Suggerieren, man könne sich schützen.
So bereitet sich die Welt auf den Nuklearkrieg vor. Keine Sorge, Genossen. Während des Alarms werden alle Busse umgeleitet und sie bringen euch aus dem Stadtgebiet heraus oder in Luftschutzbunker. In Washington wird jetzt verhandelt, ob Oppenheimer der Sicherheitsstatus aberkannt wird. Die Mehrheit der Wissenschaftler setzt sich für den Vater der Atombombe ein. Ich glaube, dass der Ausschuss einen Fehler gemacht hat. Diese Anklageschrift kann leicht von jedermann so ausgelegt werden, als würde dieser Mann vor Gericht gestellt werden, weil er seine Meinung vertrat. Was im völligen Widerspruch steht zum amerikanischen System. Als nächste Zeugin bitte, Mrs. Oppenheimer. Mrs. Oppenheimer, wie haben Sie die kommunistische Partei verlassen? Indem ich dort wegging. Hatten Sie ein Parteibuch? Ja. Haben Sie es zerrissen oder abgegeben? Ich habe keine Ahnung. Ende April 1954 tritt Edward Teller vor den Ausschuss. Haben Sie die Absicht, in Ihrer heutigen Aussage zu bezeugen, dass der anwesende Dr. Oppenheimer illoyal gegenüber den Vereinigten Staaten ist? Ich will nicht einmal irgendetwas dergleichen andeuten. Ich kenne Oppenheimer als intellektuellen, aufgeweckten und, muss ich sagen, komplizierten Menschen. Und ich glaube, es wäre anmaßend und unrecht von mir, wenn ich seine Motive in irgendeiner Weise analysieren würde. Aber ich habe stets angenommen, und das tue ich auch noch, dass er den Vereinigten Staaten gegenüber loyal ist. Und nun eine Frage, die sich daran anschließt. Glauben Sie oder glauben Sie nicht, dass der anwesende Dr. Oppenheimer ein Sicherheitsrisiko darstellt? Ich habe sehr häufig erlebt, dass das, was Dr. Oppenheimer tat, jedenfalls für mich, außerordentlich schwer nachzuvollziehen war. Ich war völlig anderer Meinung in vielen Fällen, in sehr vielen Fällen. Und seine Handlungen schienen mir offen gesagt konfus und kompliziert. Insoweit denke ich, dass ich die lebenswichtigen Interessen dieses Landes lieber in Händen sehe, die ich besser verstehe und denen ich daher mehr vertrauen kann. Danke, Dr. Teller, Sie dürfen gehen. Tellers Aussage ist der Todesstoß. Es tut mir leid. Nach all dem, was Sie eben sagten, weiß ich nicht, wie das gemeint ist. Der Ausschuss beschließt, Robert Oppenheimer ist ein Sicherheitsrisiko für das Land. Er verliert seinen Status als Mitglied der Atomenergiekommission. Das erschüttert den engagierten Wissenschaftler. In den Wäldern, in der Schlacht, auf hoher See, am Rande des Abgrunds, in tiefen Schluchten, im Schlaf, im Wahn, in tiefen Lebenskrisen. Sind es die Taten, die ein Mensch zuvor begangen hat, die ihn aufbauen? Kann mich jemand daran erinnern, was meine guten Taten waren? Tut mir leid. Der Rüstungswettlauf geht weiter. Bereits ein Jahr später ist die Sowjetunion die erste Nation, die die Wasserstoffbombe aus der Luft abwirft. Dieser Mann, Robert Oppenheimer, den Bau einer Waffe von unvorstellbarer Zerstörungskraft zu stoppen. Die Wasserstoffbombe ist im Krieg unsinnig. Sie ist eine Waffe für den Völkermord und wird die Menschheit vernichten. Sollen wir etwa die allerschrecklichste, zerstörerischste Waffe, die die Menschheit je erfunden hat, bauen, um Kriege zu verhindern? Für seine Gegner wird er zum Verräter an der amerikanischen Sache. Seine Frau war Mitglied der kommunistischen Partei. Sein Bruder, seine Freunde, alles Kommunisten. Ich hatte tatsächlich Verkehr mit bekannten Kommunisten. Ich habe eine geheiratet. Hast du jetzt genug gesehen, du verdammter FBI-Mann? Du hältst dich für unbesiegbar, Robert, aber das bist du nicht. Frau Oppenheimer, du willst mir doch nicht etwa sagen, ich soll kürzer treten. Ausgerechnet du. Hör auf, dich wie ein Idiot zu benehmen. Du bist kein kleiner Junge mehr. Wenn du hinfällst, heilt das nicht mehr so schnell. Also pass auf und fall nicht hin.
Atomic power, atomic power. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei und das Atomzeitalter beginnt. Die USA erwarten eine sorglose Zukunft. In Städten in der Nähe von Atomfabriken lässt es sich mit der ganzen Familie gut leben. Die Menschen fühlen sich sicher. Noch besitzen nur die USA die Atombombe. Doch der Gegner holt auf. August 1949. Die Sowjets zünden ihre erste Atombombe. Der Westen ist geschockt. Die USA fühlen sich bedroht und herausgefordert. Jetzt ist man selbst vom Atomtod bedroht. Und jetzt beginnt der Wettlauf um immer mehr Zerstörungskraft. Los Alamos 1950. Hier wurde schon die Atombombe entwickelt. Edward Teller ist ein bedeutender Physiker, geboren in Ungarn. Er will nun die freie Welt vor dem Kommunismus schützen. Deshalb will er eine Superwaffe bauen. Die Wasserstoffbombe. Sie wird hier auf Erden die Hitze der Sonne erzeugen. Temperaturen, die wir noch nie auf unserem Planeten erlebt haben. Die Atombombe war doch erst der Anfang. Stellen Sie sich vor, die Russen haben die Superbombe. Sie könnten die gesamte Insel Manhattan zerstören. Und jeden Menschen in Asche verwandeln, der sich in 5 Kilometern Umkreis aufhält. Die Schockwelle würde sämtliche Gebäude dem Erdboden gleichmachen. Eine Bombe. 1000-mal stärker als die in Hiroshima. Na, und dann stellen Sie sich nicht eine vor, sondern 10. Hunderte, die über amerikanischen Städten explodieren. Millionen werden sterben. Amerika wird sterben. Und deshalb müssen wir darauf vorbereitet sein. Wir müssen eine Wasserstoffbombe bauen. Müssen sie sofort bauen. Jetzt! Was hat Oppenheimer denn zu all dem zu sagen, Edward? Ausgerechnet Oppenheimer, der Vater der Atombombe. Seine Bomben zerstörten Hiroshima und Nagasaki. Hunderttausende Japaner starben. In den USA ist Oppenheimer ein Held, denn die Bomben beendeten den Krieg. Jetzt quält ihn sein Gewissen. Die Physiker haben bereits gesündigt und diese Erfahrung können sie nicht mehr verdrängen. Ich bin bedrückt und voller Scham und Trauer und glaube, die Zeit wird kommen, wo die Menschheit die Namen Los Alamos und Hiroshima verflucht. Wir müssen jetzt aufhören, bevor es zu spät ist. Seitdem Oppenheimer die Zerstörungskraft seiner Atombomben bewusst wurde, ist er ein entschiedener Gegner von Tellers Plan, die Wasserstoffbombe zu bauen. Wie denken wir über die Nazis? Sie haben 6 Millionen Menschen umgebracht. Was wird die Welt über Amerika sagen und die Demokratie, wenn wir 6 Millionen Menschen töten mit unseren Wasserstoffbomben? Oder 10 Millionen oder 20 Millionen? Sie werden nicht zum Einsatz kommen. Ihre Funktion ist es, den Krieg zu verhindern. Das ist doch Wahnsinn, Edward. Sollen wir etwa die allerschrecklichste, wahllos zerstörerischste Waffe, die die Menschheit je erfunden hat, bauen, um Kriege zu verhindern? Eine Waffe von so willkürlicher Vernichtungskraft, dass sie keinen militärischen Nutzen hat. Im Krieg ist sie unsinnig. Sie ist eine Waffe für den Völkermord. Das mag wohl sein. Aber Sie sind naiv. Naiv. Wenn Sie glauben, russische Wissenschaftler denken nicht über die Fusion von Wasserstoffisotopen nach. Und wenn die die Wasserstoffbombe bauen, dann müssen wir ebenso die Wasserstoffbombe bauen, auch wenn es jenseits der Moral liegt. Wir haben keine Wahl. Auch Josef Stalin weiß, was die Amerikaner planen und befiehlt seinen Wissenschaftlern, binnen 4 Jahren die Wasserstoffbombe zu bauen. Gut 400 Kilometer östlich von Moskau liegt Arsamas 16, eine streng geheime Stadt. Tausende Gulag-Häftlinge mussten sie erbauen. Hier soll Stalins neue Superbombe entwickelt und gebaut werden. Junge Wissenschaftler wie Andrei Sacharow wollen Stalins Traum verwirklichen. Leiter des Projekts ist der Schöpfer der russischen Atombombe, Igor Kurchatow. Willkommen in unserer Anlage. Sie sind sicher Andrei Dmitrievich. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Es freut mich auch, Sie kennenzulernen, Genosse. Kurchatow. Ah. Kommen Sie rein, kommen Sie. Mit Sacharow im Team gehen die Russen in Führung. In den USA will Oppenheimer den Bau der Bombe immer noch verhindern. Aber Edward Teller sucht und findet einen mächtigen Verbündeten mit politischem Einfluss, Louis Strauss.
Seit 10 Jahren will ich die Wasserstoffbombe für Amerika bauen. Und seit 10 Jahren stellt es sich mir in den Weg. Wieso? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil er nicht will, dass seine Atombombe von einer noch bedeutenderen in den Schatten gestellt wird. Genau, Edward, genau. Wissen Sie, es gibt Gerüchte, dass er vom Kreml bezahlt wird. Ich weiß. Die habe ich, Lossi. Darf es etwas zu essen sein für die Herren? Nur einen Kaffee, bitte. Schwarz. Kaffee mit Zucker und Sahne, bitte. Oh. Seine Frau war Mitglied der Kommunistischen Partei. Sein Bruder, seine Geliebte, seine Freunde, alles Kommunisten.